Hi und moin und einen schönen guten Morgen aus Schweden. Ein letztes Mal. Wirklich das letzte Mal? Ja, es wird das letzte Mal sein. Ja, aber es ist ein schöner Morgen. Ihr seht, die Sonne lugt so ein bisschen raus. Ein bisschen wolkig ist es noch. Ach, einfach herrlich hier. Oh, wieder eine gute Nacht gehabt. Bis die Krähen kamen und mich geweckt haben. Aber das war egal, das war sowieso meine Zeit. Es ist etwas frisch, aber ich will jetzt nicht meckern. Wenigstens am letzten Tag nochmal einen schönen Tag zu haben mit schönem Wetter. Die letzten, ja, ein bisschen über 80 Kilometer zurück nach Helsingborg heute. Und dann ist es schon zu Ende. Aber ich werde es heute nochmal genießen. Ja, großartig, was Besonderes, kommt auch wieder nicht. Es ist wieder direkt Le Mans sozusagen. Rauf zu auf Helsingborg, bis ich dann wieder am Meer bin, am Öresund, an der Fähre. Und dann ist es vorbei. Aber ich werde den Tag wohl noch schön genießen können. Es war ein tolles Plätzchen hier nochmal. Der letzte Abend gestern am Lagerfeuer. Ein Traum nach dem Tag, nach dem Nieselregen. Oh, und dann sitzt man da noch mal so richtig schön gemütlich. Der Wind hat aufgehört. Oh, herrlich. Tja, aber nun heißt es Abschied nehmen von Schweden. Den letzten Kilometer. Das ist ein komisches Gefühl nach doch langen Zeiten. Das ist der 15. Tag und es ist vorbei. Naja, es wird wohl hoffentlich noch schöne Bilder geben, nachdem ich da hinten das Zelt eingepackt habe. Ja, und dann kann es denn losgehen. Auf die letzte Etappe. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Ich bin jetzt 11 Kilometer gefahren, mir ist kein Auto begegnet, ich habe keins überholt, also es war total ruhig auf der Straße, wie ich gerade eben gefahren bin, so eine schöne kleine, nix los. Und jetzt stehe ich hier am See, am nächsten See, aber wunderschön wieder. Ja, und die Sonne tut sich noch schwer, das ist der letzte Tag, da kann man ja Fazit ziehen, dann mache ich mal übers Wetter, ihr habt es gesehen. Ja, es war sehr durchwachsen. Regen, 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 mal mehr, mal weniger. Am nervigsten war irgendwie immer der Tröpfelregen oder so wie gestern so Nieselregen. Wenn das ordentlich gießt und es wurde angesagt, dann ist das egal. Das war ja auf dem Kattegat-Lehnen so ein Tag, da hat es viel geregnet in einen. Das war okay, da kann man sich drauf einstellen, aber die anderen Tage, da war eher weniger angesagt. Eigentlich relativ gutes Wetter immer und dann hat es doch geregnet, so wie gestern. Dieser Nieselregen oder die anderen Tage nur so ein Tröpfeln immer. Dass es eben so ein allnass war, das war irgendwie so nervig. Aber trotzdem bin ich glücklich, diese Reise gemacht zu haben. Ich habe alles mitgekriegt. Ich hoffe, ich habe tolle Bilder gemacht. Es hat gelangt, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und Wetterbedingungen. Am heftigsten war noch der Rückenwindsturm, den ich einmal hatte. Wow. Das war, hätte ich den als Gegenwind gehabt, da von Göteborg weg. Ui, das wäre schwierig gewesen. Aber mit Wind hatte ich eigentlich immer Glück. Seitenwind
Na, manchmal hat der Weg ja so ein bisschen gedreht, dann ging ich doch mal in Gegenwind, aber im Allgemeinen hatte ich doch Rückenwind und das war echt das Positivste an dem ganzen Wetter, was ich hatte. Ja, warm war es nicht, es hätte gerne 1, 2 Grad wärmer werden können. Die Nächte, ja, einige waren recht kalt, aber trotzdem richtig schön. Ich habe es trotzdem genossen, auch an den Regentagen. Es ist halt eine andere Landschaft, es ist ein anderes Land. Es ist Urlaub und da wird auch Rad gefahren im Regen. Das ist dann egal. Zu Hause bin ich ein bisschen schwierig, ja, da im Regen irgendwie loszukommen. Ja, weiß man ja, der innere Schweinehund. Aber hier im Urlaub, ach, geht das, um so viel aufzunehmen wie möglich. Naja, das war das Thema Wetter. Jetzt geht das Thema weiter. Die nächsten, ja, es sind noch 71 Kilometer bis ins Ziel. Es wird weniger. Es ist bald vorbei. Und die Sonne, oh, sieht. Oh, vielleicht kommt ihr bald mal raus. Kilometer 22. Ja, ich fahre jetzt die ganze Zeit jetzt hier auf wieder so einen schönen Bahntrassenradweg. Ja, da kann ich mal noch mal auf die Strecke eingehen. Auf die ja fast 1500 Kilometer werden es am Ende ungefähr sein. Wie ich mich kenne, werde ich auf dänischer Seite mal hier noch die Kilometer irgendwie noch voll machen. Das werden so 15 werden noch fehlen. Da kann man garantiert sein, dass ich drüben noch ein bisschen rumfahre. Ja, mit allen Zuwegen sind das 1500 Kilometer in 15 Tagen. Als erstes auf dem Kattegatläden. Ein super Weg. Auf Nebenstraßen. Da war ja eigentlich alles dabei, was man so hat. Auch mal eine dickere Straße, wo man ein bisschen lauter ist. An der Autobahn war ich da. Aber egal, die Landschaft, die hat sich so geändert. Vom ersten Tag bis zum letzten, bis Göteborg. Da, die ganzen Wege, das. Unglaublich geführt, auch im Hinterland. Oder ja, das war auch sehr interessant. Sind wir hier das Stück von Göteborg nach Jönköping. Ja, mit starken, starken Rückenwind immer. Wow. Aber auch frisch und kalt und ein bisschen Regen. Aber die Strecke, die war eigentlich gut gewählt. Waren auch schöne Bahntrassenradwege dabei. Und dann ab Jönköping den Rundweg um den großen See. Ja, sehr abwechslungsreich, nicht ganz einfach. Ja, nicht so ganz gut ausgeschildert, aber den kann man echt machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das insgesamt waren. Weil ich fahre ja immer ein bisschen mehr als geplant. Ja, bis oben nach Axelsund und dann wieder zurück. Aber auch der Ausflug am Goethe-Kanal, der war, oh, das war ein perfekter Tag. Zwar etwas putzig, aber dann die Wilhelm Tamm, dass sie da ist. Weiß ja noch nicht, ob ich die SD-Karte irgendwie retten konnte. Aber das waren tolle Bilder oder wären tolle Bilder gewesen. Also das war ein toller Tag. Ja, und dann ging es wieder runter nach Jönköping. War natürlich auch wieder Regen dabei, aber auch tolle Plätze, tolle Wege. Und dann wieder aber dieses Stück hier jetzt längs, die letzten 3 Tage jetzt. Ja, gestern und vorgestern. Ja, Tag 13, 14. War doch auch an großen Straßen viel, gibt es keine Alternative, aber so viel befahren waren die nicht. Ein paar LKWs ja, aber es war es wohl, das war das Übel, was man nehmen musste, aber auch so wie die hatten ihre Highlights, ihre Strecken dabei, besonders gestern der Rest, wunderbar. Und auch hier dieser Weg, die Autobahn ist nicht zu sehen. Ist etwas weiter weg im Moment. Wunderbar. Ja. Einfach so durch die Landschaft geführt. Ich weiß noch nicht, was kommt. Am Ende kommt mehr Agrarland bis nach Helsingborg. Ich glaube, naja, wie viele Kilometer das sind, weiß ich jetzt auch nicht. Auf einmal wird sich das öffnen.
Aber in allgemeine schöne Strecke, teilweise ja wirklich alles selbst geplant. Wunderbar. Also ich bereue es nicht, so gefahren zu sein, um Schweden kennenzulernen. Also ganz klasse. Also auf jeden Fall. Und große Schwierigkeiten waren da eigentlich ja nicht. Es sind immer so Stiche dabei. Auf einmal geht es dann hoch, aber die enden ja auch hier. Ich glaube, das höchste war bei 400 Meter, wo ich war. Also extrem ist es nicht, sind nicht die Alpen. Tolle Ausblicke auf den Strecken. Also die Strecke, die ich mir ausgesucht habe, war echt toll, um mal das Land kennenzulernen. Ja, jetzt muss ich noch, ja, 22, genau 60 Kilometer noch bis ins Ziel nach Helsingborg. Bisschen kommt da noch Strecke, also weiter geht's. Ich doch gerade hier vom Einkaufsladen in Örkelunga stehe, weil die Versorgung war eigentlich immer gut. Ja, man muss bloß ein bisschen drauf achten. Die Städte sind doch manchmal sehr weit auseinander. 30, 40 Kilometer sind keine Seltenheit. Aber auch im Norden 40, 50, 60 auch nicht. Also da muss man schon genau hingucken. Also ich hatte ja mal da auf einer Tour, da war nur an einer Stelle was zu kaufen. Aber das habe ich gut hingekriegt, habe alles gut essen können hier, war keine Schwierigkeit. Es ist ein bisschen was anders, aber man kriegt es ja hin. Kartoffelsalat und Würstchen waren auch sehr lecker. Aber auch mal Pizza oder im Restaurant, McDonald's, aber auch hier in so einem Laden. Hier gibt es so eine Bar, da kann man Nudelsalat und alles Mögliche nehmen. Das hat gut funktioniert. Da brauchte ich nicht viel kochen, ich habe den Trank ja nicht oft benutzt. Aber so ist es halt ein bisschen einfacher. Hat man halt längere Zeit, die Natur zu genießen. Ist alles einfach zu einfach. Ja, teurer ist es auf jeden Fall. Nicht mal wenig, aber es war Urlaub. Da war es alles egal. Das werde ich mal hier auf der Kreditkartenabrechnung lesen. Weil das fast alles habe ich mit Karte bezahlt. Nur einmal am zweiten Tag. Bei den einen Imbiss, da konnte ich die App ja nicht benutzen. Swift, die geht mit deutschem Konto nicht. Ja, da habe ich mit Bar bezahlt, sonst habe ich das nicht gebraucht. Es geht alles mit Karte, alles wunderbar, funktioniert. Ja, ich hatte ja gehört, bloß in Deutschland gab es Probleme mit der EC-Karte. Das war hier mal letztes Jahr. Ja, dann haben die hier größeres Problem, weil sie hier wirklich alles fast nur noch mit Karte bezahlen. Ja, mit Bargeld gar nicht mehr so richtig um können, aber jetzt ist das alles super und es hat super funktioniert. Ich bin gut ernährt hier durchgekommen und jetzt geht's weiter auf die letzten 54 Kilometer. Ordentliches Stück gefahren. Ich bin jetzt, mal schauen, ja, 44 Kilometer gefahren. Jetzt komme ich hier an so einer historischen Brücke vorbei. Ein schönes Plätzchen für eine Pause.
Fahrbänke gibt es hier nicht. Das ist hier sowieso rar. Ist ja kein so ein Fernradweg oder irgendwas. Aber hier ist echt ein tolles Plätzchen. Ja, und tolle Plätzchen waren auch meine Übernachtungen. Meine 14 Übernachtungen, die ich hatte. Einmal ein Hotel in Göteborg. Ich habe nochmal nachgedacht. 7-mal war ich auf dem Campingplatz. Einmal dabei in der Hütte drin, weil es echt uselig war, das Wetter die Nacht. Und 6-mal wild gecampt. 4-mal im Zelt, 2-mal im Shelter. Das waren eigentlich bald die besten Nächte überhaupt. Der erste war vielleicht noch nicht so doll. Da war ich ja nur so in so einem Wald drin. Einfach nur reingegangen und tschüss. Aber die anderen, das waren die Wahnsinnsplätze. Unglaublich, die werden für ewig in meiner Erinnerung bleiben. Deswegen war ich hierher gefahren. Es ist ja doch was anderes, wenn man wild campt. Und es ist erlaubt. Absolut erlaubt. Heute Nacht auch diese. Oh. Es ist unglaublich. Man kann es kaum glauben, wo man denn zelten kann. Unfassbar. Ja, aber diese Gegend hier auch ganz schön. Jetzt komme ich mir so raus, so Lamsang raus aus den Wäldern. Es wird ein bisschen freier. Ein bisschen ländlicher. Es kommt jetzt, ja, aber ich muss echt sagen, diese 14 Nächte waren alle top. Die Campingplätze, ja, sind nicht viel anders wie in Deutschland. Ja, Duschen, alles von sehr, sehr toll bis ganz, ganz einfach. War alles dabei, ja, von sehr, sehr teuer, von 35 Euro bei da an Olofsbo bis jetzt den letzten. Vorgestern auf gestern, das war nur 13 Euro, da war ja auch nicht viel, aber das war dann wieder ganz normal, aber es war sehr klasse, also wie es gelaufen ist, es ist eigentlich fast wie geplant gelaufen, trotz des Wetters, doch einige Male wild gecampt, also ich hätte echt gerne öfters, aber es hat es nicht ganz zugelassen, aber so wie es jetzt lief, ich brauche mal eine Dusche zwischendurch. War es echt top. Dieser Platz ist echt top für eine Pause. Also ich mache jetzt hier Bananenpause, würde ich sagen. Ich habe 2 Stück mit. Und dann geht's weiter. Aber hoffentlich weiter durch schöne Landschaften. Noch 21 Kilometer bis ins Ziel. Ja, und da kann ich ja mal aufs Rad zu sprechen kommen und Gepäck. Das Rad hat eigentlich alles super mitgemacht, kann ich sagen. Hat gut gefedert, also es ist echt stabil. Es ist dafür gemacht, auf Reisen zu gehen. Gerade auch auf diese Gravelpisten, da war es echt toll mitzufahren. Weil die Reifen extra breit, die Wege waren doch sehr weich. Teilweise hat super geklappt. Das einzige ist, es hat sich so ein bisschen so ein Quietschgeräusch eingestellt. Ich kriege das nicht weg im Vorderrad. Ich schätze mal Lager oder irgendwas. Da muss ich aber wohl noch mal einschicken. Auf jeden Fall. Da muss ich noch mal zu meinem Rad laden. Ich muss sowieso zur Inspektion, wenn ich nach Hause komme. Ja, und Gepäck. Ja, habe ich zu viel mitgenommen. Eigentlich habe ich so ziemlich alles einmal gebraucht. Bis auf. Ja. Pannen, Schlauch, Werkzeug, ja, das ist alles in einer der vorderen Taschen hier. Der hier, da ist jetzt ein bisschen mehr drin. Da ist auch ein Pullover drin. In der anderen Seite sind die Klamotten drin. Da ist auch jetzt, ja,
die lange Hose noch reingestopft und so. Also Pan, was hier unten drin ist, hauptsächlich. Das habe ich nicht gebraucht. Alles andere, dicke Klamotten auch. Ach, das habe ich alles einmal durch. Also das war wichtig, dass ich das mit hatte. Hier hinten, ja, da ist der Schlafsack drin und ja, die Isomatte. Natürlich habe ich die gebraucht, der Campinghammer, Kleinkram, so ein Licht und all so ein Kram, Kopflampe. Was man eigentlich nicht gebraucht hat, es war eigentlich ziemlich hell in der Nacht. Das ist halt Sommer, das kenne ich auch noch von zu Hause, aber hatte ich sicherheitshalber mit. Hier oben in meinem Rackpack hier, ja, da ist ja eigentlich die Jacke drin, Regenklamotten, das Zelt, alles was ein bisschen eher nass werden soll. Oder sonst habe ich hier auch immer das Solarpanel drauf. Hat auch gut funktioniert, hätte ich heute auch machen können, aber ist eh der Schluss jetzt, also lohnt das nicht. Andere Seite, da ist noch in der großen Tasche der Kocher drin. Lebensmittel ab und zu, ja, Getränke, die sind auch ein bisschen verteilt immer gewesen. Aber was ich empfehlen kann, was ich hier echt gerne gegessen habe, ist das hier. Wo sind die? Ah, ist das hier die Flasche? Ja, mal sehen, da ist er doch. Moment, die Kekse. Alter, die schmecken so lecker. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland gibt, aber Mann, die verzehre ich. Da nehme ich einige Packungen mit rüber. Mit nach Hause, auf jeden Fall. Also, die kann ich nur empfehlen. Echt top. Schön schokoladig. Oh. Ah, man darf doch keine Werbung machen. Davon habe ich mich auch gut ernährt, immer mal zwischendurch. Die waren dann vorne auch immer in der Tasche. Mal so zwischendurch. Ja, oh, die hat eigentlich ihren Zweck gut erfüllt. Portemonnaie drin, Handy hier oben, immer griffbereit für Fotos. Hat gut geklappt. Hier Kleinkram, wenn man mal was zwischendurch naschen will. Natürlich die Haube, die hier und der Lader, der Cycle to Charge mit einer Powerbank drin, die jetzt zurzeit auch noch lädt. Es hat eigentlich alles super funktioniert. Ich habe fast alles gebraucht, bis auf, wie gesagt, Panne hatte ich keine. Noch habe ich, jetzt habe ich noch 21 Kilometer. Da sollte wohl hoffentlich nichts mehr klappen, nichts mehr kaputt gehen. Ja, wie gesagt, nur das eine Quietschen. Ja, muss sowieso hin zum Laden. Ja, aber echt top. Ist gut gelaufen. Hier vorne war ja immer die Kamera drin. Und hier der Sattel. Hat gut funktioniert. Ich konnte damit um. Aber ich muss sagen, lieber habe ich trotzdem noch die Rennsattel. Also irgendwie, da habe ich mich über Jahrzehnte dran gewöhnt. Ja, ist halt so. Aber er funktioniert. Hat sich jetzt auch gut angepasst. Er ist jetzt gut eingefahren. Wenn ich fertig bin, sind es schon 1800 Kilometer mitgefahren. Ja, wie gesagt, das Rad sieht noch ein bisschen dreckig aus. Es geht eigentlich schon wieder. Der meiste Staub ist eigentlich schon wieder runter. Aber naja, was soll man sagen? Echt top. Hat super geklappt. Ja, und jetzt geht's ja zum Ende. Die letzten 21 Kilometer von dieser schönen Kirche hier bis nach Helsingborg zur Fähre. Es ist vorbei. Na ja, los geht's.
Ich bin wieder hier am Startpunkt meiner Reise in Helsingborg. Da drüben ist Dänemark mit Helsingborg. Da sind die ganzen Fähren hin und her, fahren die hier. Da soll ich auch gleich noch rauf. Ja, man wurde hier gut reingeführt. Kaum Ampeln, kaum Kreuzungen und dann war man hier unten am Hafen. Ist echt klasse hier in Schweden. Das war in allen großen Städten so. Das ganze Konzept, das passt hier. Ja, und nun ist die Reise vorbei. Es war eine schöne Zeit, auch wenn das Wetter nicht so toll war, wie es jetzt hier ist. Aber es war echt klasse, das Land kennenzulernen. Ich habe 2 Jahre drauf gewartet. Corona hat einmal alles verhindert und jetzt habe ich diese Tour gemacht. Es hat sich gelohnt, sich drauf zu freuen. Ich freue mich auch wieder jetzt darüber zu fahren und dann nach Hause. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin froh auch jetzt, das beendet zu haben. Ich respektiere echt, dass die Weltreisenden so lange auf dem Rad sitzen. Ja, die machen auch mal eine Pause. Oder auch die Leute, die ein Sabbatical machen, 3 Monate unterwegs mit dem Rad. Das ist schon was, man merkt das jetzt nach 15 Radeltagen. Es ist schon anstrengend. Boah. Aber echt Respekt vor die, die das machen. Ja. Und somit ist es jetzt hier vorbei. Endgültig Schluss. Die Reise. Aber das nächste Ereignis kommt ja schon. Da drüben, weiter südlich, in Kopenhagen, die Tour de France. Ist in nicht mal 4 Wochen. Da bin ich wieder in dieser Gegend. Und da will ich auch dabei sein. Ich hoffe, es klappt. Ja, okay. Dann mache ich jetzt Schluss. Und was nehme ich mit aus Schweden? Was ist meine Erkenntnis? Ich kann sagen, Schweden. Und Schweden sind nicht alle blond. Die haben alle nicht ein rot-weißes Haus. Und die fahren nicht alle Volvo und Saab. Das ist meine Erkenntnis hier. Okay, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin moin. Adieu. Tschüss. Auf Wiedersehen, Schweden. Das war schön.